Die Kündigung des Iran-Abkommens hat einmal mehr gezeigt, wie das System Trump funktioniert. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Und das System Trump, das läuft schlichtweg so, betreibe kreative Zerstörung, betreibe Zumutungen für andere, etwa bei China, dass man sagt, naja, so wie bisher kann das ja alles nicht weitergehen. Jetzt sagt man gegenüber dem Iran, ja, wir kündigen dieses Abkommen, eine absolute Zumutung, vor allem für andere Länder, etwa für europäische Länder und Unternehmen, die mit dem Iran eben auf Basis des 2015 geschlossenen Abkommens regulär und legal Handel getrieben haben. Die werden jetzt gezwungen, sich wieder komplett umzustellen, weil Donald Trump es eben so will, und Trumps Strategie besteht darin, letztendlich hier einfach die Latte ein bisschen höher zu legen, Unsicherheit zu schaffen, gleichzeitig damit strategisch oder taktisch in die Vorhand zu kommen. Die anderen müssen reagieren, und wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, kann man ja den Druck ein bisschen rausnehmen, so etwa bei den China-Handelskrieg-Thematiken, als man dann wieder auch ein bisschen Sonnenschein machte mal zwischendurch. Aber hier haben wir jetzt die Situation, dass wir mit dem Ölpreis einen direkten Gradmesser haben für das, was Donald Trump sich da vorgestellt hat. Ob also die Strategie aufgeht, ob das System Trump funktioniert, denn Donald Trump will eines auf gar keinen Fall, dass die Benzinpreise steigen in den USA. Das indirekte Versprechen, das Trump den Amerikanern gegeben hat, seht her, die Ölpreise, die werden nicht mehr steigen. Und das ist jetzt genau der Punkt, um den es geht. Der Iran wird ja wahrscheinlich mit seinen Ölexporten vom Markt genommen. Nach einer gewissen Frist, Saudi-Arabien hat schon gesagt, naja, da werden wir zum Wohle der Menschheit dann diesen fehlenden Beitrag des Iran ersetzen, mithin also mehr Öl auf den Markt schmeißen, damit eben der Preis nicht steigt. Das ist die Allianz zwischen den USA und Saudi-Arabien. Israel hat gesagt, oh, wir rechnen jetzt mit einem Angriff des Iran, nachdem man ja einige iranische Militärs bei einem Angriff getötet hatte Anfang April. Also die Situation ist völlig klar. USA, Israel, Saudi-Arabien verfolgen eine gemeinsame Strategie, verfolgen gemeinsame Interessen, und der Rest der Welt hat sich dem unterzuordnen. Das ist genau das Problem. Das Verhältnis zu China wird sich dadurch zwischen den USA und China wird sich dadurch sicher nicht verbessern. Das Verhältnis USA-Russland sicherlich auch nicht, und vor allem das Verhältnis zwischen den USA und Europa wird sich nicht verbessern, weil wir jetzt wieder mal gezwungen sind, wegen einer Laune respektive wegen einfach der Strategie, die im System Trump steckt, wieder uns danach zu richten, was andere eigentlich wollen, und das nervt. Das bringt letztendlich Unsicherheit in die Märkte. Die Frage ist, ob die ganze Geschichte wirklich so funktioniert, wie Trump sich das vorstellt, der Ölpreis jedenfalls. Der ist jetzt über Nacht ziemlich deutlich gestiegen. Man scheint also hier erstmal nicht wirklich erfolgreich gewesen zu sein in Sachen Drückung des Ölpreises. Man kann ja vermuten, dass der Iran, wenn er dann absehbar abgeklemmt wird, wieder vom Ölmarkt, dann eben mehr Öl produziert. Also schnell noch alles auf den Markt schmeißt, um noch Geld zu verdienen, bevor die Sanktionen dann wieder greifen. Das ist zumindest eine Möglichkeit, die über dem Ölmarkt schwebt. Die Märkte haben gestern relativ entspannt reagiert. Zwischendurch ging es dann mal runter. Insgesamt hatten wir vor der Entscheidung von Donald Trump die geringste Handelsspanne an der Wall Street seit dem 20. April, wenn ich das richtig erinnere. Also es ging relativ gemächlich zu. Dann kam eben diese Unsicherheit rein durch die Ansprache von Donald Trump. Er will wahrscheinlich ein neues Abkommen, aber die Frage ist, wird das gelingen? Wird es dieses neue Abkommen geben? Kann es das geben ohne massive Gesichtsverluste? Das ist eben die ganz große Frage. Es ist mal wieder dieses kreative Zerstören im besten Sinne, das Trump betreibt mit dem System Trump. Ob die Strategie insgesamt funktioniert, ob das System Trump insgesamt funktioniert, diese Frage ist noch lange nicht beantwortet. Die steht noch lange aus. Schauen wir uns erstmal an, was an den asiatischen Märkten passiert ist. Da ist vergleichsweise wenig passiert. Wir sehen kaum Veränderungen. Deswegen kommen wir gleich zu den Terminen heute. Und da sehen wir, wir haben die Erzeugerpreise 14,30 aus den USA. Das wird wichtig, nachdem die Stundenlöhne bei den US-Arbeitsmarktdaten ja geringer ausgefallen waren als erwartet. Inflationssorgen gemindert hatten, und Inflationssorgen sind genau der Punkt, denn sollte der Ölpreis weiter steigen, dann erhöht sich die Inflation, dann müssten die Notenbanken wie die Fed stärker auf die Bremse drücken. Das würde wiederum Trump nicht besonders gefallen, der ja eigentlich auch eine Aktienhosse
mit auslösen will. Also der Ölpreis ist jetzt so ein bisschen der Schlüssel zu all diesen Dingen und die Erzeugerpreise aus den USA werden die Frage beantworten, ob wir wirklich nachlassende Inflationssorgen jenseits des Ölpreises haben. 14:30 ein Hingucker und wir haben dann die Öllagerbestände, auch das wird sehr, sehr wichtig. Schauen wir uns mal die Charts an, gucken uns an, was ist da los. Wir sehen hier den DAX bei 12.928 aus dem X-DAX-Handel gehend. Wir dürften um und bei da reinkommen, vielleicht 5 bis 10 Pünktchen höher nach aktueller Indikation, nachdem eben an den asiatischen Märkten nicht allzu viel passiert ist. Man hat sich da auch nicht aus dem Fenster gelehnt. Der DAX, ja, wo kann er hingehen? Die Zone 12.990, 13.010 Punkte. Das wäre ein denkbarer Widerstand hier in diesem Bereich. Wir sind also im kurzen Zeitfenster ohnehin überkauft. Man kann das gar nicht überbetonen, aber das heißt nicht, dass wir sofort fallen. Wir können eben manche Ziele noch abarbeiten beim deutschen Leitindex. Schauen wir uns mal die Amerikaner an, da sehen wir hier den S&P 500 nach wie vor an diesem Abwärtstrend klebend. Gestern schienen wir wieder tiefer einzutauchen in diesen Abwärtstrend, der seit März besteht, aber dann am Handelsende wieder etwas Erholung, auch die US-Futures nicht tiefer, leicht entspannt, praktisch unverändert. Wir haben also jetzt irgendwie so eine Abwartephase, scheint es. Wir haben relativ geringe Handelsspannen, wir haben relativ wenig Impulse seitens der Konjunktur, wir haben eigentlich die US-Berichtssaison schon abgefrühstückt. Also da ist jetzt die Frage, wo kommt der nächste Trigger her, wo kommt die nächste Story her, die nächste Erzählung für die Märkte. Hier wäre die Erzählung eben, dass der S&P 500, den Sie hier sehen, diesen Abwärtstrend überwindet, um weitere Hochs zu generieren, Fragezeichen. Wir sehen beim Dow Jones ein ähnliches Bild, 24.358 Punkte nach aktueller Indikation. Nach wie vor unklar, wo hier die Reise hingeht. Nochmal ein Hoch vielleicht im Bereich 24.500, Fragezeichen. Insgesamt bleibt es dabei, die US-Aktienmärkte machen tiefere Hochs, aber höhere Tiefs und irgendwann wird es eine Entscheidung geben, ob es tiefere Tiefs oder höhere Hochs geben wird. So merkwürdig wie es ist. Wir haben den Nasdaq, der am besten dasteht, gestern diese Unterstützung bei 6.770 nochmal hat verteidigen können. Wir haben den Euro-Dollar 1.1854 zum Nasdaq, noch ganz kurz eben Apple, der Siegeszug von Apple ist hier maßgeblich dafür verantwortlich. Wir haben beim Euro-Dollar die 1,1854 aktuell. Weiterhin Dollarstärke das große Thema. Wenn man sich mal anschaut, warum ist der Dollar stark, dann zeigt sich, dass eben zum Beispiel Euro-Dollar darunter leidet, dass die Daten aus Europa sehr, sehr schlecht sind in letzter Zeit. Es gibt ja diesen Economic Surprise Index, diesen ökonomischen Überraschungsindex der Citigroup. Und da geht gehen die Daten oder die negativen Überraschungen nehmen immer deutlicher zu aus Europa. Und das reflektiert der Euro ein Stück weit. Wir haben den Dollarindex daher weiter über der 93er Marke, haben jetzt etwas Entspannung, zum Beispiel Dollar Canadian Dollar hatte ich gestern gezeigt, dass der Dollar da ausgebrochen ist wegen des schnellen und heftigen Rückgangs des Ölpreises, hat sich jetzt wieder ein bisschen relativiert. Canadian Dollar kann wieder etwas zulegen, aber insgesamt bleibt die Dollarstärke doch ganz klar. Wir sehen apropos Dollarstärke eben auch den Goldpreis weiter belastet, 1311 Silber 16,43 $ und das ist sozusagen die Comeback-Story schlechthin. Öl, nachdem man gestern unter die 68er-Marke gerutscht war, mit der Meldung von CNN, dass Trump den Iran-Deal doch nicht kündigen werde. Dann kam eben die Ansprache von Trump mit der wahrscheinlichen Aussicht, dass die iranischen Ölexporte versiegen werden, nicht mehr auf den Markt gelangen werden. Und Booms hat es gemacht, wir haben fast das Hoch hier erreicht, das Verlaufshoch, das wir gesehen haben. Also bisher hat das Ganze nicht funktioniert. Der Ölpreis ist der Schlüssel. Die US-Märkte sind in einer Pattsituation gefangen. Der DAX ruht sich oben aus. So könnte man die Dinge zusammenfassen. Jetzt fehlt der nächste Trigger. Welcher das sein wird? Vielleicht die Erzeugerpreise heute, vielleicht das Thema Inflation. Das ist die große Frage. Jetzt wünsche ich erstmal einen super Start in diesen nochmal sonnigen Mittwoch. Genießen Sie es. Bis dann. Ciao. We'll be right back.